Passion, das bedeutet Leiden, aber auch Leidenschaft. In der Passionszeit sollen wir verzichten, zum Beispiel auf eine kleine Leidenschaft. Es ist gar nicht so einfach, 7 Wochen lang auf etwas Liebgewonnenes zu verzichten. Auf das Gläschen Wein am Abend, auf den süßen Nachtisch oder auf das Fernsehen. Verzichten, um zu leiden? Nein, darum geht es für mich in der Fastenzeit nicht. Für mich hat doch schon einer gelitten, Jesus am Kreuz. Er ist gestorben und hat den Tod überwunden, damit ich leben kann. Deshalb ist die Fastenzeit für mich auch keine Zeit, in der ich nur deshalb verzichte, damit ich besonders viel leide. Ich verzichte vielmehr mit dem Ziel, eine Haltung einzuüben, die mich näher zu mir selbst, näher zum Leben, näher zu anderen Menschen und vor allem näher zu Gott bringt. Dieses Jahr aber verzichte ich nicht auf etwas Materielles, sondern auf Pessimismus. Durch Corona hänge ich oft in negativen Gedankenspiralen fest. Dagegen erinnert mich die Bibel daran, den Fokus auf die guten Dinge in meinem Leben zu lenken, die es trotz Corona zu entdecken gibt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So heißt es in Psalm 103. Mit diesem Vertrauen auf Gott und mit Dankbarkeit für das Leben möchte ich immer wieder in den Tag starten. Ich möchte mich gerade jetzt daran erinnern lassen, dass ich von Gott geliebt und getragen bin. Gerade jetzt, wenn der Corona-Blues mich packt, möchte ich dies nicht vergessen. Gott ist bei mir, wenn ich mit meiner inneren Unzufriedenheit zu kämpfen habe, weil ich mein Leben gerade nicht so gestalten kann, wie ich es eigentlich möchte. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, mit mir heute auf Pessimismus zu verzichten. Es grüßt Sie ganz herzlich Ihre Pfarrerin Maria Ammon.